Bisschen dürftig, der Lebenslauf. Oder? Ich habe die Lehre in der JVA gemacht. Aha. Und danach? Ja, ich meine, das ist jetzt schon über 7 Jahre her, dass Sie fertig sind. Was haben Sie denn danach gemacht? Ich bin vor ein paar Wochen erst raus. Sie haben über 10 Jahre gesessen? Mein Gott, Sie sind doch noch jung. Was haben Sie denn gemacht? Haben Sie jemanden umgebracht? Da hast du die Stirn und bewirbst dich bei mir? Nenn mir mal einen Grund, warum ich so jemanden wie dich bei mir beschäftigen sollte. Hören Sie sofort auf, mich zu duzen. Du kannst froh sein, dass ich nicht noch was ganz anderes mit dir mache. Dass anständige Leute für so ein Gesocks auch noch Steuern bezahlen müssen, ist wirklich eine Schande. Ganz ruhig, mein Freund. Hilfe. Hallo? Hilfe, Überfall. Können Sie bitte lauter sprechen? Ich kann Sie nicht verstehen. Wo befinden Sie sich? Im Keller. Herr Weller! Also Klaus, ich habe morgen den Termin mit den Versicherungsspritzen und danach noch einen Außentermin. Das heißt, du müsstest Wartungsdienst machen. Was ist mit Lukas? Lukas, der hat sich freigenommen. Geht mit seinem Sohn ins Stadion. Ach so. Ich habe aber auch einen Termin morgen. Einen Termin? Nix, einer muss hier bleiben. Ja, aber... Das musst du morgen mal machen. Solche Operation kann ich leider nicht machen. Sind Sie dafür nicht ausgebildet? Doch. Aber ich sehe dafür keine Notwendigkeit. Ich hasse meine Taille, das ist die Notwendigkeit. Dann treiben Sie mehr Sport. Sie müssen mir die Rippen brechen. Ich breche Ihnen Ihre Rippen nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein? Nein. Warum? Ich verkürze doch nicht unnötig Ihre Lebenserwartung. Jetzt dramatisieren Sie doch nur. Bestimmt nicht. Machen Sie, was ich sage. Ich bezahle Sie schließlich. Es gibt Grenzen. Gehen Sie zu einem Psychologen. Das muss ich mir wirklich nicht bieten lassen. Wissen Sie was? Ich gehe zu Ihrem Kollegen. Na dann. Viel Erfolg. Freiheit! Hallo, Lara. Martin. Es gibt Probleme mit deiner Drehzeit morgen. Ja. Ich habe ein Vorsprechen. Den Termin habe ich vor einem Monat sperren lassen. Wo? Bei dir? Nein, das Vorsprechen. Am Theater. Sieh mal, wir können nicht verschieben. Das lässt das Budget nicht.
Ich auch nicht. Pass auf, ich habe mit Peter gesprochen. Wir wissen beide, was wir an dir haben und wollen, dass du im nächsten Teil der Reihe einen größeren Part spielst. Natürlich bekommst du auch mehr Geld. Was ist das denn? Ist wohl was kaputt? Oder der macht schon Pause. Ja, egal was. Hauptsache, er hat keinen Spaß mehr. Ich hab was gefunden. Was gefunden? Das ist ja Wahnsinn. Leute, habt ihr das gehört? Jo, klar, Atze. Nee, ne? Ja, und, was? Knochen und Münzen. Bei uns? Wie bei uns? Das gibt's nicht. Da wohnt man jahrelang unbehelligt in so einer Gegend und dann sowas. Das ist ein Ding. Kann ich was für Sie tun? Sumimasen, watashi wa kokoni, watashi no kolom otomete itanu desu ga, imamoto te kitara kolom ga arimasen. Ah ja, Auto? Weg. Ist der Wagen gestohlen worden? Gestohlen. Maybe we're crazy, possibly.